gegnerischen Basen kommen. Was? Das war ein Gegner? Hallo und damit mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Bed Wars Video auf dem GobberHD Server. Ich habe mich für den Wochenplan auch, also das ist jetzt das letzte Video in der Woche, aber ich habe mich halt an eure Kommentare gerichtet, Leute, weil ich hatte ja auch in den letzten Minecraft Video, was irgendwie noch Conquest, nicht Conquest gewesen ist, sondern das waren jetzt inzwischen schon ganz viele andere Videos, aber ich habe mich halt an dem Video gerichtet, wo ich Micro Battle und Team Deathmatch gespielt habe. Und ja, da habe ich halt ein paar Kommentare berücksichtigt, weil ich auch gefragt habe, was ihr denn wieder sehen wollt und sowas. Und da kam auch Minecraft Bed Wars wieder zur Rede. Und ich dachte mir so, okay, auf dem GobberHD-Server gibt es sogar 4 neue Karten, soweit ich das richtig gelesen habe. Und eine davon wäre dann halt hier diese Christmas-Karte, ne? Und das ist auch eine wunderschöne Karte, wie ich so anmerke, mit einem dicken, schönen Weihnachtsbaum in der Mitte. Und was brauche ich noch? Ich brauche Eisen. So, ich habe das auch nicht mehr alles im Kopf, Leute. Ich bin jetzt ein vollkommener Noob geworden. Ich schaue mich mal hier so ein bisschen um, wo es noch irgendwie Materialien gibt. Hier ist auf jeden Fall unser Bett. Das ist ja schon mal schön. Dass man das schon mal weiß, ist auch schon mal sehr, sehr gut. Hier ist irgendwie gar nichts. Meine Teammates denken jetzt wahrscheinlich irgendwie, ich bin irgendwie voll bekloppt und so. Aber da hinten spawnt Eisen. So, das habe ich ja gefunden. Unsere Mates haben das anscheinend nicht gesehen. Aber ich gehe da jetzt einfach mal rüber und hole uns das Eisen. So, das ist, glaube ich, sogar gefährlich. So, zack. Hier habe ich das Eisen. Ja, genau. Snack mir alles weg, du Mizzet. Snack mir einfach alles weg. Ja, ja. Ich baue mich da hin und du snackst mir einfach alles weg. Oh, nee, Mann. Leute, wenn ich schon wieder sowas sehe, ne, dann habe ich schon wieder keinen Bock auf diesen Modus. Da gibt es immer diese Menschen, die denken sich einfach, ja, okay, der baut einen Weg rüber zum Eisen, ne? Der baut einen Weg zum Eisen und der snack ich das einfach weg, weil er will das ja gar nicht. Er will das wahrscheinlich nicht. Also, er dachte sich wahrscheinlich, Alter, der baut so sozialen Weg darüber, ne? Der will ja wahrscheinlich gar kein Eisen haben. Ich nehme ihm mal alles weg. So, und das hat er jetzt einfach gemacht. Und ich denke mir, dickes Arschloch, das fand ich jetzt echt gemein von dir. Und Alter, mein Kopfhörer, der fuckt mich so ab. Auf der linken Seite kommt der ganze Zeit raus, Leute. Ihr müsst wissen, ich habe gerade zurzeit immer solche Stöpsel im Kopf. Ja, im Kopf, nicht in den Ohren. In den Kopf habe ich den. Oh, hier kommt Gold runter. Ich würde mal sagen, da sage ich nicht nein. Das holen wir uns einmal mal. Eine Ladung Gold kann ja nicht schaden. So, wir könnten uns jetzt schon einen Bogen holen. Ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Man kann über den Baum hinweg sozusagen auch zu den gegnerischen Basen kommen. Was? Das war ein Gegner? Da wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz nichts sagen. Ich muss auch noch mal wissen, in welcher Farbe ich eigentlich drin bin. Ich bin blau. Ich bin blau, Leute. Ich dachte jetzt einfach mal, das ist so ein richtig krasser Bursche und ist ein Kollege von mir. Aber natürlich nicht. Da ist ein gegnerischer Typ auf der Basis gewesen. Und ich würde jetzt sagen, ich habe, ich glaube, das war grün auf dem Kicker. Ja? War das ein grüner? Oh ja, ich wurde von Yuki Yoktastisch oder so gekillt. Kann man auf jeden Fall lassen. Bist ein richtig dicker, blöder und fieser Bursche, muss ich sagen. Und ich baue jetzt hier mal eine Kiste auf, damit ich gleich das Eisen für uns sichern kann. Nehme hier jetzt hier auch nochmal ein bisschen besseres Schwert oder so. Kann man sich auch schon was gönnen. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich wieder sterben oder so. Ja, okay, habe ich aus Versehen noch ein bisschen mehr gemacht. Hier die Brust könnt ihr haben, Leute. Und dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal ein bisschen Blöcke und ich hole mir was zu futtern. So. Hier noch mehr Blöcke. Blöcke können nie schaden, Leute. Blöcke können nie schaden. Da hinten kommt schon ein dicker Roder. Der denkt sich einfach so, Alter, ich bin so krass, ey, ich packe jetzt hier meine Skills aus und ich bin in der Gilde HPLS drin. Was macht er da? Ich habe nicht mal eine Spitzhacke, Leute. Ich mache mir sonst immer Full Equipment, aber heute bin ich aber mal ein bisschen verpeilt, würde ich sagen. So, der Gegner ist runtergefallen, hoffe ich zumindest. Oder auch ein Blauer, ja. Ein Blauer ist auch gestorben. Und die kommen ganz nett zu uns. Was wollen die eigentlich hier? Aua, Leute. Aua. Nein.
Der ist einfach hinter mir. Der ist an mich vorbeigesprungen. Der ist einfach an mir vorbeigesprungen. So. Joa, ich sehe, unser Bett ist nicht mal zugebaut. Okay, nice, Leute. Sehr, sehr nice. So, ich mache das jetzt aber mal so provisorisch, bevor hier so ein dreckiger Spastin kommt und der denkt irgendwie, er könnte sich einfach mal unsere geile Sache hier wegsnacken. Ich werde jetzt auch ein paar Kisten erstellen, Leute. Ja. Weil ich so ein richtig raffinierter Typ bin. Und baue dann einfach die Stelle dort zu, ja. Ich baue den einfach zu. So, und was will er dann noch machen? Was will er dann noch machen, sag ich euch? So, guck mal. Da kommen erstmal da 4 Kisten hin, ne? Denkt er sich so, what the fuck, wie soll ich da durchkommen? Und dann kommen gleich noch auf der anderen Seite irgendwie so 4 Kisten hin. So, Alter, ruf an. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Premates in meiner Gruppe drin. Die sich denken, ey, was hat denn der da irgendwie am dicken Lümmel? Aber was geht bei denen ab? Aber ich baue jetzt hier ein bisschen mal die Base zu. Ich tue halt was für die Gemeinschaft, Leute. Wenn ich schon nicht so gut im Stürmen bin, dann baue ich hier die Basis zu. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Das wird jetzt für die Gegner ein bisschen schwieriger, sozusagen uns zu übernehmen. Und ja, das gelbe Team ist anscheinend schon ausgeschieden. Und der grüne lebt nur noch zu zweit mit einem anderen Spasten. Oh. Oh, der ist, wir sind durchgekommen. Da hinten ist die grüne Basis. Ich hätte einfach mal vor, da nach drüben zu stürmen, weil die Grünen, die gingen mir schon auf die Nerven, muss ich sagen. Und das wäre eigentlich schon nice, wenn ich die irgendwie vernichten könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob da hinten in der Basis jemand herumlungert, aber anscheinend ist da jemand. Und ich gehe da einfach mal drüber, weil ich mir denke, der hat keinen Bogen, oder? Doch, der hat einen Bogen, natürlich hat er einen Bogen. Und ich falle da drunter. Gut, ich dachte, ich kann einen Seitensprung machen, aber nee, ich fliege natürlich so eklig, dass ich einfach sterbe. Kann man auf jeden Fall lassen. Und wieso haben die einen fucking Bogen, Mann? Wann hatten die einfach die Chance, einen fucking Bogen zu holen, Leute? Ich verstehe das nicht. Das ist immer so gemein. Alle sind immer so stark und ich bin so schwach. Und ich bin immer am Sterben. So, nein, da kriege ich Blöcke, Leute. Oh Mann, ey. So. Gut, dann habe ich mich einfach mal wieder equipped. Und so sollte das ja auch ein bisschen besser laufen. So. Ich werde das wahrscheinlich immer cutten mit diesen Vorbereitungsphasen, weil ich das hasse. Wenn ich immer... Wer ist da hingegangen? Ich wette, hier ist irgendwo ein Gegner bei uns. Das sieht schon so verdächtig aus. Wer baut sich dann bitte da hoch? Oh. Der Gegner ist hier. Leute, macht doch was. Was macht denn mein Team? Egal, er kommt da eh nicht durch. Ja, kommt, macht doch was. Ey, mein Team ist so behindert. Jo, geil, Leute. Jetzt habe ich mir ein paar Spitzhacken gemacht. Alter, was macht er da? Ey, ist das ein fucking Ernst? Ja, komm, komm. Alter, wollen die mich verarschen? Meine Kollegen machen einfach gar nichts dagegen. Die denken sich einfach, ja, nice, ne? Der Typ schreibt zwar, hier ist ein Gegner, aber juckt mir nicht. Und jetzt ist hier schon der nächste Gegner. Geil, Leute, geil. Ihr macht das richtig gut, muss ich sagen. Der hier steht einfach nur auf Kasum. Ah ja, das ist auch der letzte. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir verlassen einfach die Runde. Springen hier runter, machen Hub. Und nee, nee, sowas sehe ich nicht ein. Sowas sehe ich einfach nicht ein. Hä, ich darf nicht mal Hub machen, oder was? Hallo, Hub. Nee, ich darf keinen Hub machen. So, endlich wurde ich zurück teleportiert. So, da hatte ich keinen Bock mehr auf die Runde. War einfach richtig behindert, Leute. Und damit würde ich auch sagen, war mal wieder eine richtig spaßige Runde. Minecraft Bed Wars. Ich weiß nicht, wieso ich so scheiße in dem Modus bin. Eigentlich würde ich diese Runde auch nicht nehmen. Aber
Wenn ich nicht mit einem richtigen Team spiele, dann würde es auch nichts. Und ich bin auch nicht mehr so gut im Mediklöffel. Da kann ich auch mal sagen, das war eine scheiß Leistung von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich werde auch ganze Zeit irgendwie teleportiert, ohne was zu machen. Kann man auch lassen, da bin ich jetzt auf einmal hier. Minecraft-Lobbys in Goma HD laggen ein kleines bisschen. Wieso man unter der Lobby auch irgendwas mit Schienen baut, weiß ich auch nicht. Also, es gibt so ein paar Secrets auf dem Goma HD-Server, die ich wahrscheinlich noch nie erkannt habe und so. Aber okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese heutige Runde, wenn sie auch nicht so interessant gewesen ist und wenn sie auch nicht so spannend gewesen ist, gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.